have these lucid dreams where I can't move a thing. Karten zurechtlegen, damit ich sie nicht vergesse. Ich hab die Karten vergessen. So, Rille. Eben kurz über die Straße gesneakt. Moin moin, und was geht zu einem neuen Video, Leute? Was geht ab? Ich hoffe, ihr freut euch, genauso wie ich es tue. Da hinten sehe ich den alten Banausen schon. Wir fahren heute zu Herbie. Was soll das? Absolut nice. Ich freue mich krass. Da schmunzelt er schon mit seinem süßen Lächeln, mit seinen Hamsterbuckies. Ich will gar nicht wissen, was da ist schon wieder. Was? Ich hab eine Scheiße gelaufen. Ich hab gar nichts gesagt, Hallo, was geht, ne? Ja, nicht viel. Ja, hey, cool. Ja. Oh, Otzwigos. Was? Oh, Ehrenwert. Oh. Aus dem Kühli ist das. Vollet. Auf Herbie, ne, Herbie. Tschüss. Oder willst du mal meinen Nudelsalat probieren? Ey! Das sind aber schöne Melone. Überhaupt nicht witzig gerade. Es gibt auch Hafenpässe. Stördi. Da habe ich mir ja aus Versehen mal ein alkoholfreies gekauft. Das war nicht cool. Das war echt nicht cool. Das war mein letztes Geld. Ich hatte ja auch einen Unfall. Ich trage ja jetzt keine Kopfhörer mehr. Ich habe nämlich nicht gehört, wie mir einer Bier angeboten hat. Alkohol! Alkohol! Weißt du das oder glaubst du das? Ich glaube das. Und hier sehen Sie einen masturbierenden Menschen. was müssen wir jetzt machen? Weiß ich auch nicht. Lass mal in der App gucken. Leute, bis gleich in der App. Hä? Richtig gut auch heute hier. Was ist denn das? Das ist unsere richtige. Das weiß ich nicht. Eigentlich hatte ich vorher überlegt, mir die Cargo-Hose anzuziehen von Urban Classics. Aber die ist auch richtig geil. Aber die ist unten an den Beinen immer so dünn. Also so eng, dass ich die besoffen nicht ausbekomme. Und dann schlafe ich immer mit so einer runtergelassenen Hose. Das ist auch ein bisschen awkward. Okay. Dann die unten immer nicht drüber, über den Fuß. Ist sie dann so auf links? Ja, das war so ein bisschen in Knie gehen. Alter, was... Ja. Geil. Wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht. Ich nehme ein Frühstück abends um 8. Komm, mit nach Deutschland. Und er wieder so. It was at this moment that he knew he fucked up. Wir sind wirklich extrem schlecht vorbereitet. Mega. Komm nah ran, mein Habibi. Wir wissen nicht, wie wir hinkommen, geschweige denn, dass wir wissen, wie wir auch zurückkommen. Ja. Okay. Für die zuckersüße Mädels da draußen. Amore. Und er wieder so. Gelallte Schwüre in rot-blauem Licht. 40%iges Gleichgewicht. Graue Zellen in weicher Explosion. Sonnenaufgangs- und Untergangsvision. Was ist denn los? Was ist passiert? Lecker da hier, schön. Geflügel gibt's auch. Oh! Oh mein Gott. Ja, ganz schön voll hier, wa? Noch nie in der TUI Arena in Hannover. Nee. Mal gucken, was da so abgeht. Viel Polizei hier tatsächlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Weil, ja, aber Grönemeyer ist jetzt, glaube ich, nicht so das Risikospiel. Die Gröni-Ultras. Die Herbies. Keine Ahnung. Oh, Digga, zwei weg. Wow! Missgeburt. Hast du noch was zu sagen? Missgeburt. Ja, ihr seht mich ja eher weniger, Leute. Aber das ist auch vielleicht heute besser so. Ich hab schon echt eine in der Krone. Aber darum geht's ja auch, oder? Musik hören und saufen.
Später. Na? Na? Und finden wir den Eingang? Ey, W5, wir sind bei S. Ja, absolut gerade voll in die Scheiße gegriffen. Absolut falsche Seite. Aber ist ja nicht ganz so schlimm, weil wir haben ja einen festen Sitzplatz. Von da müssen wir nicht stehen. Aber ihre Reaktion war... Das war schon Bombe. So, Ola hat ihr das Ticket gezeigt und sie hat dann gelacht. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein Fallschirm und dein Rettungsboot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Alkohol, Alkohol. Novizin träumt von Kokain und auf dem Schulklo riecht's noch Gras. Licke, 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 licke. Was machst du gerade? Bier trinken. Mittlerweile sind wir angekommen. Das war ein ganz schwieriger Weg. Das hat schon, eigentlich hat das schon länger gedauert, wahrscheinlich hierher zu kommen, als das Konzert an sich, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Definitiv hat das viel, viel länger gedauert. Aber ich glaube, es dauert auch ein bisschen, weil da vorne ist alles einfach irgendwie noch frei. Du musst auf die andere Seite. Ja, das kenne ich auch. Und er wieder so. Achtung, Achtung! In den folgenden verstörenden Szenen wird unverantwortlich Alkohol von kompletten Bastarden konsumiert, die sich für Profis halten. Unzumutbar schlecht gesungen und GEMA-frei ist die ganze Grütze auch nicht. Bitte machen Sie dies nicht zu Hause nach. Wobei, weshalb sollten Sie? Sie haben ein geregeltes Leben und Freunde. Hör auf jeden. Check, 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 das ist nicht mehr ganz wichtig.